Zusammenarbeit, Kooperation und Koordination. Der Harzer Tourismustag 2022. Schon seit langem zählt der Harz als ein außergewöhnliches Tourismusziel in Deutschland. Jährlich besuchen hier Millionen Touristen die Städte und Landschaften, um sich zu erholen. Doch auch dieses aufblühende Tourismusgebiet musste durch die schweren Krisen und den damit verbundenen Unsicherheiten leiden. Insbesondere die Energiekrise und Inflation erschweren den Tourismusunternehmen den erfolgreichen Betrieb. Um sich über solch eine Problematik auszusprechen und Lösungsansätze zu finden, setzen sich jährlich Touristiker aus der gesamten Region zum Tourismustag zusammen. Der Harzer Tourismusverband ist als Organisation ein eingetragener Verein. Die Mitglieder dieses Vereins sind die Landkreise und Kommunen der Region. Das sind die gefassten Mitglieder, die klassisch wie in einem Verein dann mit Stimmrecht eine Mitgliedschaft haben. Und das sind die Landkreise für die gesamte Region, also länderübergreifend in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die Bestandteile am Harz haben. Und die Kommunen größtenteils innerhalb dieser Landkreise, die praktischen Bezug zum Harztourismus haben. Das sind die Mitglieder. Und dazu haben wir noch über 200 privatwirtschaftliche Unternehmen, Freizeiteinrichtungen als sogenannte Kooperationspartner, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben Aspekte angesprochen im Bereich der Besucherlenkung beispielsweise. Das war so im Vormittag unser Tagungsthema, wo es darum ging, wie sind die Besucherströme in der Region und was für Informationen kann man daraus ableiten und wie kann man dann die Gäste in der Region, die Besucher in der Region entsprechend dann auch vielleicht so verteilen, dass für alle ein Mehrwert da ist und für alle eine große Zufriedenheit da ist. Dass man an der einen Stelle nicht kompletten Leerstand hat, aber an der anderen Stelle beispielsweise ganz, ganz lange anstehen muss, um da eine bessere Verteilung hinzubekommen. Das war am Vormittag eigentlich ein großes zukunftsweisendes Thema aus meiner Sicht. Und dann schloss sich natürlich die klassische Mitgliederversammlung an, die wir als Verein immer machen müssen mit Vorstandswahlen, mit Abteilungsvorstandswahlen, die alle sehr, sehr gut gelaufen sind und mit einem Rückblick auf das letzte Jahr. In der Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes wurden wichtige Beschlüsse für die Arbeit des Verbandes gefasst. Neben Themen wie dem Management der Besucher aus anderen Regionen, der Stabilität des Tourismus und der Förderung der Entwicklung im Harz wurde sich auch über das Problem fehlender Arbeitskräfte ausgesprochen. Das ist schon seit Jahren der Fachkräftemangel immer wieder Thema, wo wir natürlich nur begleitend agieren können. Da sind sehr, sehr stark im Fokus die Fachverbände, was die Gaststättenbetriebe, die Gaststätten und Hoteliers angeht, natürlich im Kern, betrifft aber auch Freizeiteinrichtungen der Fachkräftemangel. Da können wir eigentlich nur darauf verweisen, dass man möglichst gute Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schafft. Und wir merken, dass dort, wo das passiert, wo man wirklich sehr innovativ damit umgeht, neue Mitarbeiter zu bekommen und alte zu halten, das Problem weniger groß ist. Aber das ist ganz allgemein so, wo man eigentlich nur damit werben kann, dass wir hier, also zum einen damit werben kann, dass man hier in einer sehr, sehr attraktiven Region lebt. Und das auch nochmal als Fund setzt und da dann schaut, dass die Einrichtungen selber attraktive Bedingungen schaffen. Machen ganz, ganz viele, aber das ist eine Herausforderung. Jetzt waren die letzten Jahre ja nicht gerade einfach für den Tourismus und für die Gastronomie. Wie sind so die Zukunftsaussichten? Wie schätzen Ihre Mitglieder diese ein? Das ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir in den letzten Jahren sehr stark von äußeren Einflüssen betroffen sind, also wo man selber wenig steuern kann. Angefangen mit der Corona-Pandemie, wo das ja auch praktisch ja wirklich von oben, von außen kam, muss man sagen, und darauf reagieren musste, was schon große Schwierigkeiten und wirtschaftliche Herausforderungen bedeutet hat. Und jetzt aktuell durch die Steigerung der Energiepreise, durch Inflation, die in die Höhe schnellt, ist es schwierig planbar auf Seite der Wirtschaftlichkeit. Das ist das eine. Und es ist vor allen Dingen auch relativ schwierig planbar mittlerweile, wenn es um die Besucherströme geht, wenn es um die Gäste geht. Wir haben in Corona-Zeiten gemerkt, dass die Gäste den Harz wirklich schätzen.
zu schätzen wissen und auch sehr, sehr viele Gäste, wenn man dann reisen durfte, in die Region kamen. Wir haben aber auch gemerkt, dass das Buchungsverhalten viel, viel kurzfristiger geworden ist, was eine Herausforderung für die Planung bei den Gastgebern beispielsweise und bei den Freizeiteinrichtungen ist, wo man vor Jahren noch sagen konnte, 4, 6 Wochen vorher sagen konnte, ja, wir haben eine Auslastung von x%, stellt sich die mittlerweile vielleicht 4 bis 6 Wochen vorher sehr, sehr schlecht dar. Und kurz vor den Ferien beispielsweise hat man aber eine fast komplette Auslastung. Und das ist eine Herausforderung, mit der man erstmal umgehen muss, diese Veränderung des Buchungsverhaltens, das muss man ganz klar sagen. Die nachhaltige Stabilität des Tourismus im Harz ist der Hauptaspekt der Arbeit des Tourismusverbandes. Denn Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren für die Lebensqualität der hier lebenden Bevölkerung. Aber was genau macht den Harz eigentlich zu so einem attraktiven Reiseziel? Naja, weil man hier auf relativ überschaubarem Raum, sag ich mal, mit wenig Verkehr zwischen den Punkten sehr, sehr viel erleben kann. Also neben den Kulturhighlights, 3 UNESCO-Welterbestätten beispielsweise, dem Brocken als wichtigen nicht nur Naturpunkt, sondern auch kulturhistorischen Ort, hat man aber auch die Natur, hat man die Aktivitäten in der Natur mit dem Wandern, mit dem Mountainbiken und das in einer sehr attraktiven Landschaft, mitten in Deutschland. Also die Erreichbarkeit fürs Harz ist auch sehr gut machbar und sehr zentral. Und das als Gesamtpaket, das merken wir, zieht total. Und das soll und wird hoffentlich bald auch noch mehr Leute ziehen. Zu einem noch besseren Management der Touristen sollen 2023 schon erste Umsetzungsfortschritte einer digitalen und geordneten Besucherlenkung erfolgen. Verkehrsanbindungen und künftige Investitionen könnten so effizienter geplant werden, sodass auch im nächsten Jahr wieder viele Menschen den Harz besuchen.